ganzen Hause. Womit kann ich dienen? Muss allerdings bemerken, dass ich pressiert bin. Die Vorbereitungen zur heutigen großen Assemblée im Hause des reichsten Mannes dieser Stadt, wie ich meine gnädigen Herren wohl betiteln darf. Ein Wort nur. Ich höre soeben, was ich allerdings nicht begreifen kann. Und das wäre? Und was mich in erklärliche Aufregung versetzt. In Kürze, wenn ich bitten darf. Dass bei der heutigen festlichen Veranstaltung Hippale, oder Syria meines Schülers, auch traue ich meinen Ohren noch eine weitere, und zwar gleichfalls so zu sagen, musikalische Darbietung in Aussicht genommen ist. Eine Art von Singspiel oder niedrige Posse mit der italienischen Buffo-Manier. Das kann nicht geschehen. Kann nicht? Wieso? Darf nicht. Wie beliebt? Das wird der Komponist nie und nimmer gestatten. Wer wird? Ich höre gestatten. Ich wüsste nicht, wer außer meinem gnädigen Herrn, in dessen Palais Sie sich befinden und Ihre Kunstfertigkeiten heute zu produzieren, die Ehre haben, etwas zu gestatten, geschweige denn anzuordnen hätte. Es ist wieder die Verabredung, die Opera Seria Ariadne wurde eigens für diese festliche Veranstaltung komponiert. Und das ausbedungene Honorar wird nebst einer munifizienten Gratifikation durch meine Hand in die ihrige gelangen. Ich zweifle nicht an der Zahlungsfähigkeit eines steinreichen Mannes. Für den Sie samt Ihrem Eleven Ihre Notenarbeit zu liefern, die Auszeichnung hatten. Was dann steht noch zu Dienst? Diese Notenarbeit ist ein ernsthaft bedeutendes Werk. Es kann sich gleichgültig sein, in welchem Rahmen dieses dargestellt wird. Jedennoch bleibt es meinem gnädigen Herrn summo et unico loco überlassen, welche Arten von Spektakel er seinen hochansehnlichen Gästen nach Vorsetzung einer feierlichen Kollation zu bieten gesonnen ist. Zu diesen die Verdauung würdende Genüsse rechnen Sie demnach die heroische Oper Ariadne. Zuvörderst diese, danach das für Punkt 10 Uhr anbefohlene Feuerwerk und zwischen beiden die eingeschobene Opera-Buffa, womit ich die Ehre habe, mich zu empfehlen. Wie soll ich das meinem Schüler beibringen? Hier finden euer Gnaden die Mamsell Zerbinetta. Sie ist bei der Toilette. Ich werde anklopfen. Lasse das sein und gehe zum Teufel. Das ist die Sprache der Leidenschaft, verbunden mit einem unrichtigen Objekt. Erstens, weil es keine Füße nicht haben, und zweitens, weil es in der Hand sind. Wenn ich sage, die Geigen, dann meine ich das später. Ach so, die sind aber jetzt dort, wo ich auch hin sollt und wo ich gleich sein wird, anstatt mich da mit ihnen aufzuhalten. Wo ist das? Bei der Tafel. Jetzt! Eine Viertelstunde für ein Amanopel beim Essen. Wenn ich sag bei der Tafel, so meine ich natürlich bei der herrschaftlichen Tafel, nicht beim Musikantentisch. Was soll das heißen? Aufspielen tun Sie. Capito sind also für Sie derzeit nicht zu sprechen. So werde ich mit der Demoiselle die Arrangement repetieren. Hier ist nicht die Demoiselle drin, die Sie suchen.
Die jene Damoselle aber, die hier drin ist, ist für sie ebenfalls nicht zu sprechen. Weißt du, wer ich bin? Meine Ohren, wenn du es für mich steht, wird Zeit zu sprechen. Steckt in meinem linken Schuhabsatz mehr Melodie als in dieser ganzen Ariadne auf Naxos. Wie ist dieses entzückende Mädchen? Umso besser, wenn sie dir gefällt. Es ist die Zabinetta. Sie singt und tanzt mit vier Partnern das lustige Nachspiel, das man nach einer Oper gibt. Nach meiner Oper? Ein lustiges Nachspiel? Alles. Das Geheimnis des Liebes tritt an sie herum. Nehmt sie bei dir auf.
Und um sich wach zu machen, in Essen ist man ganz munter geworden. Was man jetzt, sagt man sich. Die ungetreue Zerbinetta und ihre vier Liebhaber. Ein heiteres Nachspielität, leichte, gefällige Melodie. Ja, eine Handlung, klar wie der Tag. Da weiß man, und einer ist, das ist unser Fall. Sagt man sich, da wacht man auf, da ist man bei der Sache. Und in ihren Karossen sitzen, wissen sie überhaupt nichts mehr, als dass sie die unvergleichliche Terminetta haben tanzen sie. Erzürnen sie sich nicht um nichts und wieder nichts. Ah ja, da ist das Ereignis
des Abends, um Latme zu hören, versammelt sich Kenner und vornehme Personen im Hause eines reichen Bezins. Aria, wer ist das Losungswort? Sie sind Aria. Morgen wird überhaupt niemand mehr wissen, dass es außer Ariadne noch etwas gegeben hat. Die Herrschaften stehen von Tisch auf, man solle sich hier beeilen. Meine Damen und Herren, an ihre Plätze! Plötzliche Anordnung meines gnädigen Herrn auszurichten. Ist schon geschehen. Wir sind bereit, in 3 Minuten mit der Oberariadne anzufangen. Der gnädige Herr haben sich nunmehr wiederum anders besonnen. Es soll also nicht mit der Oper begonnen werden. Was ist das? Um Vergebung, wo ist der Herr Tanzmeister? Ich habe einen Auftrag meines gnädigen Herrn für Sie beide. Was wünscht man von mir? Mein gnädiger Herr belieben, das von ihm selbst genehmigte Programm umzustoßen? Jetzt im letzten Moment, das ist doch ein starkes Stück. Umzustoßen und folgendermaßen abzuändern. Das Nachspiel wird Vorspiel. Wir geben zuerst die ungetreue Terminata, dann Ariadne. Sehr vernünftig. Um Vergebung. Die Tanzmaskerade wird weder als Nachspiel noch als Vorspiel aufgeführt, sondern mit dem Trauerstück Ariadne gleichzeitig. Ha, ist diese reiche Herr besessen? Will man sich über uns lustig machen? Sind die Leute wahnsinnig? Ich muss augenblicklich den Grafen sprechen. Es ist genau so, wie ich es sage. Wie Sie es machen werden, das ist natürlich Ihre Sache. Unsere Sache? Mein gnädiger Herr ist der für Sie schmeichelhaften Meinung, dass Sie beide Ihr Handwerk genug verstehen, um eine solche kleine Änderung auf 1-2 durchzuführen. Es ist nun einmal der Wille meines gnädigen Herrn, die beiden Stücke, das Lustige und das Traurige, mit allen Personen und der richtigen Musik, wie er sie bestellt und bezahlt hat, gleichzeitig auf seiner Bühne serviert zu bekommen. Warum gleichzeitig? Und zwar so, dass die ganze Vorstellung deswegen auch nicht einen Moment länger dauert, denn für Punkt 10 Uhr ist ein Feuerwerk im Garten anbefohlen. Ja, wie um aller Götter willen stellt sich denn seine Gnaden das vor? Meine jüngere Stimme hat mir von der Wege an etwas derartiges vorausgesagt. Es ist wohl nicht die Sache meines gnädigen Herrn, wenn er ein Spektakel bezahlt, sich auch noch damit abzugeben, wie es ausgeführt werden soll. Seine Gnade ist gewöhnt, anzuordnen und seine Anordnungen befolgt zu sehen. Zudem ist mein gnädiger Herr schon seit 3 Tagen ungehalten darüber, dass in einem so wohl ausgestatteten Hause wie das seinige ein so jämmerlicher Schauplatz wie eine wüste Insel ihm vorgestellt werden soll.
und ist eben, um dem abzuhelfen, auf den Gedanken gekommen, diese wüste Insel durch das Personal aus dem anderen Stücke einigermaßen anständig staffieren zu lassen. Das finde ich sehr richtig. Es gibt nichts Geschmackloseres als eine wüste Insel. Ariadnus Naxus, Herr! Sie ist das Sinnbild der menschlichen Einsamkeit. Eben darum braucht sie Gesellschaft. Nicht um sich als das Meer. Aber der Zuhörer unterhält sich, so wie es jetzt so ist, ist es umstehend einzuschlafen. Um Vergebung! Ich bitte sich höchlich zu beeilen! Die Herrschaften werden sogleich eintreten. Ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht, wenn man 2 Stunden Zeit hätte, um über die Lösung nachzudenken. Darüber wirst du nachdenken, du menschliche Gemeinheit, stehe die Medusa einem entgegengrinst. Fort, was haben wir hier verloren? Was wir hier verloren haben, die 5 Dukaten oder anderen, von denen in das nächste halbe Jahr zu leben gedacht. Ich habe nicht mit dieser Welt gemein. Wozu leben wir? Ich weiß wirklich nicht, warum Sie beide einen so vernünftigen Vorschlag solch übertriebene Schwierigkeiten entgegensetzen. Meinen Sie im Ernst, es ließe sich machen? Nichts leichter als das. Die Oper enthält Längen, gefährliche Längen. Man lässt sie weg. Diese Leute wissen zu improvisieren, finden sich in jede Situation. Still, wenn ihr uns hört, begeht ihr Selbstmord. Fragen Sie ihn, ob er seine Oper lieber heute ein wenig verstümmelt hören will oder ob er sie niemals hören will. Schaffen Sie ihm Tinte, Feder, einen Rotstift, was immer. Es handelt sich darum, Ihr Werk zu retten. Geben wir zwei! Und als große Meister, die wir auf den Knien bewundern, haben ihre erste Aufführung mit noch ganz anderen Opfern erkauft. Meinen Sie, hat er recht? Darf ich denn? Muss ich denn? Sehen Sie zu, dass er genug streicht. Ich rufe in des Zerbinetta. Wir erklären ihr in 2 Worten die Handlung. Sie ist eine Meisterin im Improvisieren. Da sie immer nur sich selber spielt, findet sie sich in jeder Situation zurecht. Die anderen sind auf sie eingespielt. Es wird alles wie am Schnürchen. Der Ariadne müssen sie streichen. Sieht sie tun, dass dem Markus einen Respekt wird. Jesus wird ihr da überdrüssig und lässt ihm ein Nacht auf einer wüsten Insel zurück. Doch das es muss sein. Kleinen Schuss! Sie hat sich in Sehnsucht und wünscht den Tod herbei. Den Tod, das sagt man so. Natürlich meint sie ein immer der Weg. Natürlich, so kommt's ja auch. Nicht, denn Herz ist aus.
das Gegenteil wird mir vielleicht auch ein blasser, dunkeläugiger Bursche, wie du heißt. Sie vermuten ganz recht, es ist der jugendliche Gott Bacchus, der zu ihr kommt. Als ob man das nicht wüsste, hat sie fürs nächste Jahr, was sie verlangt. Thank you.
meine Damen und Herren, Ariadne, Zerbinetta, Scaramuccio, Carichi. Auf die Szene, wenn ich bitten darf. Wie soll diese Person eine Szene stehen? Seid ihr barmherzig, bin ich nicht ihr alter Lehrer. Jagen Sie mir die Kreatur von der Bühne, oder ich weiß nicht, was ich tue. Hätten Sie eine bessere Gelegenheit, als auf der Bühne hier zu zeigen, welch unermesslicher Abstand zwischen Ihnen und der Welt ist. Abstand? Meine Welt, hoffe ich. Legen Sie diese Welt in jede Gebärde, man wird Ihnen anbieten, zu Füßen sinken. Gute Worte, recht.